Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnengrapher-Kanal. Mein Name ist Jörg und heute wollen wir uns mal die Maginon QC707 SE Drohne anschauen. Die gibt es jetzt beim Aldi und was da drin steckt in unserer Kiste, das schauen wir uns nach dem Intro gleich an. Und da sind wir auch schon wieder zurück beim Thema. Ja, wenn du auch so ein Drohnenneuling bist wie ich, dann würde ich mich freuen, wenn du mich weiter auf meinen Reisen durch die Lüfte begleitest und mir hier unten drunter ein Abo dalässt. Und hier auf dem Kanal geht es rund um Drohnen, Drohnentechnik, Software und Tutorials. Ja, meine DJI Mini 3, die ist noch nicht gelandet, aber dafür da hinten die Maginon QC707 SE. Ja, was das für eine Drohne ist, ob das ein Spielzeug ist, ob sich das lohnt, dass man da 40 Euro für das Gerät ausgibt. Oder ob man damit vielleicht wirklich was anfangen kann, weiß ich nicht. Wir schauen jetzt erstmal in unsere Kiste da rein, was da mitgeliefert wird. Dann gibt es da ein Fazit zu dem ersten Eindruck. Dann kann ich euch vielleicht so ein bisschen sagen, was ich von der Geschichte schon mal halte. Und dann werde ich aber auch nochmal ein Video machen. Dann gehen wir einfach mal raus. Dann lassen wir die Drohne einfach mal steigen. Und dann schauen wir mal, ob das ein Spielzeug ist oder ob das ein Einsteigergerät ist oder ob es ja Hot oder Schrott ist. Wird mal sehen. Viel Spaß beim Video. Und da ist unser Maginon Quadcopter vom Aldi. Da ist jetzt auch nochmal die Drohne abgebildet mit unserem Controller. Also ich bin echt gespannt und jetzt schauen wir einfach mal rein. Jetzt bin ich ja gespannt, was uns hier geboten wird. Eine Kiste. Noch eine Kiste. Oder eine Drohne. Komm raus. Ja, da ist das Gerät, ja, was soll ich sagen, schwarz und ziemlich leicht. Hier vorne ist die kleine Kamera zu sehen. Hier ist dann der Ein- und Aus. Wow! Der Ein- und Ausschalter. Also irgendwie ja, leuchtet es ganz schön. Das ist ja schon mal ganz toll. Also hier unten sind dann, ja, ich sage mal, die Füße von der Drohne. Sollte man wahrscheinlich auch schon aufpassen, wenn man dann in unebenem Gelände startet. Ich drehe euch das jetzt hier nochmal so leicht um. Da kann man das nochmal von der Seite so ein bisschen sehen. Hier an der Seite befindet sich der Slot für die SD-Karte und auf der Rückseite hat man dann den Eingang für das USB-Kabel. Schauen wir mal, was hier drin ist in unseren Kartons. Da befinden sich jetzt unsere Ersatzpropeller, wie ich schon gesehen habe. Ein paar Batterien. Und eine Speicherkarte. Dazu das passende USB-Kabel. Das Teil ist dann wahrscheinlich für unseren Controller, für unser Handy, dass man das dann irgendwie einklipsen kann. Aber da schauen wir jetzt mal in die Kiste hier rein. Also ihr seid heute live dabei. Schaut euch das mal an. Eine Bedienungsanleitung. Und unser Controller. Da ist jetzt unser Controller. Ja, hier sind jetzt auch, wie man das gewohnt ist, von DJI oder auch von anderen Drohnen so ein paar Taster mit verschiedenen Funktionen belegt. Da muss man mal schauen, was das denn ist. Und wenn man diese Abdeckung hier rauszieht, da kann man hier das einklipsen und dann kann man da das Handy auch einspannen. Was ich aber schon mal sagen muss, die Geschichte hier, naja, kommt mir ein bisschen wackelig vor. Schauen wir mal, was das dann auch in der Praxis so kann. Ja, unseren Controller, den müssen wir irgendwie mit Strom füttern und unsere Batterien da reinbringen. Dann muss man das erstmal hier aufschrauben und dann kann man da unsere Batterien oder Akkus da einlegen. Naja, nicht so schön gelöst. Ja, quietscht ein bisschen, funktioniert schon mal. Die LED da drin leuchtet. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus.
Und schaut mal her, in unserer Bedienungsanleitung gibt es sogar etwas über die Dronik-App. Da hatte ich euch ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Aber da könnt ihr euch auch gerne mal informieren, wo ihr überhaupt fliegen könnt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwie noch was Passendes dazu finden. Ja, ein Serviceheft. Eine Anleitung. Garantie. Was mich aber jetzt interessiert, ja, was gibt es hier für eine App oder wie läuft es? Hier sieht man jetzt nochmal einige Informationen zu der Drohne. Also wer sich so ein bisschen auskennt mit einer Drohne, der weiß dann auch, wie er da was zu bedienen hat. Im Großen und Ganzen, mich interessiert jetzt einfach, ja, wie kann ich das Gerät dann auch steuern? Da steht schon, mit der App verbinden. Die laden wir uns einfach mal runter. Also die App Maginon Air, die gibt es da im App Store und die ist jetzt runtergeladen und jetzt werden wir einfach mal starten. Und da ist jetzt auch schon die App auf dem Smartphone. Jetzt starten wir das Ganze erstmal. Jetzt gehen wir hier mal kurz in die Einstellungen rein. Da kann man dann auf Deutsch umstellen. Jetzt gehen wir hier mal auf Start. Please pair your device. Also das finde ich jetzt schon mal nicht so schön. Es ist auf Deutsch eingestellt. Und wenn ich jetzt da drauf gehe, dann kommt wieder was auf Englisch. Naja. Zusätzliche Hilfe. Schalten Sie die Drohne an. Öffnen Sie die Verbindung. Aha, hier gibt es jetzt auch noch weitere Einstellungen. Das ist jetzt ziemlich übersichtlich. Und hier ist dann so eine Art, ja, Bedienungsanleitung zu der ganzen Geschichte. Und dann muss man im Netzwerk bei der WLAN-Verbindung auch noch hier die Drohne dann auswählen. Jetzt sollte das dann auch hoffentlich irgendwie funktionieren. Hier hat man dann quasi die Einstellungen für das Wi-Fi-Passwort, Flughöhenmodus, Fenster, weiß ich nicht, was das ist. Jetzt verbindet sich die Drohne. Und jetzt könnte man theoretischerweise wahrscheinlich fliegen, so wie das jetzt hier ausschaut. Jetzt gehen wir dann nochmal auf Start und siehe da, das funktioniert. Ja, das ist ja toll. Also unsere Drohne nimmt schon die ersten Bilder auf. Jetzt muss ich mich ja hier mal ein bisschen in diesem Menü dann auch zurechtfinden. Das ist jetzt der Ordner, wo unsere Daten abgespeichert werden dann. Ja, das sind jetzt unsere Joystick, ja, für unsere Bedienung für die Drohne. Hier sind jetzt so verschiedene Tasten, da muss ich auch mal nachschauen, was das alles bedeutet. Was das jetzt für Tasten sind, das weiß ich nicht. Da ist jetzt das Gerät nochmal. Also ich muss sagen, es klingt alles ziemlich plastisch. Und dann schauen wir einfach mal, was unsere Maginon draußen kann. Ja, da sieht man, da ist unsere Controller mit unserem Handy, allerdings nicht über Kabel irgendwie mit dem Controller verbunden. Das habe ich entweder noch nicht rausgefunden, aber ich sehe, die Drohne fliegt. Ich habe das jetzt gerade auch mal hier drin im Wohnzimmer probiert. Hier sind jetzt nochmal unsere Propeller, ein Schraubendreher, das USB-Kabel und natürlich auch eine Speicherkarte mit dem Lieferumfang. Im Allgemeinen macht der Controller ja jetzt nicht so einen wertigen Eindruck. Das ist eigentlich aber auch ganz klar bei dem Preis. Aber wir wollen ja da auch nichts vorwegnehmen. Wir schauen uns das dann auch draußen mal im Video an. Was kann man von der Drohne erwarten oder eben auch nicht? Wie ist die Kamera? Wie ist die Qualität? Ich meine, das leuchtet hier alles schon ganz schön. Das ist ja gar nicht mal verkehrt. Aber da gibt es auch wieder ein Video von mir dazu. Das kann ich euch mal verlinken. Zum Thema Nachtflugbeleuchtung ist vielleicht auch was für euch. Und auf der Rückseite befindet sich hier so ein Knopf, da kann man dann quasi den Akku entnehmen. So schaut der aus. Da ist nur ein Akku dabei. Also wir schauen mal, wie lange unser Gerätchen dann auch in der Luft bleibt. Soweit ich das richtig gelesen habe, Höchstflugdauer mit dem einen Akku, ja, so ich glaube 10 Minuten. Naja, da kommt man nicht sehr weit, aber wir lassen es dann einfach draußen überraschen. Und da ist jetzt auch nochmal der ganze Packungsinhalt auf einen Blick zu unserer Maginon QC 707 SE
Drohne vom Aldi. Wir werden dann im nächsten Video einfach mal rausgehen und die ganze Gerätschaft draußen testen, dann auch nochmal die Kamera so ein bisschen testen oder die Einstellung auch mal so ein bisschen noch unter die Lupe nehmen. Das war jetzt wirklich mal so ein Unboxing-Video. Und was ich euch natürlich auch noch empfehlen will, hier oben unter dem Code DRGR3, da gibt es eine passende Drohnenhaftpflichtversicherung, auch für so eine Aldi-Spielzeug-Kinder-Mini-Drohne. Braucht man leider auch so ein Ding, da ist eine Kamera dran. Ja, da muss man das auch mit einer Haftpflichtversicherung abgesichert haben, beziehungsweise auch mit einer Registrierung beim LBA. Da habe ich euch hier oben mal ein Video gemacht, da könnt ihr euch das auch mal anschauen, was da so für Sachen notwendig sind, wenn ihr euch da beim LBA registrieren wollt als Drohnenbetreiber und UAS-Pilot und. Also schaut da mal vorbei. Und ich sage bis zum nächsten Mal auf dem Drohnengrafferkanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.